Cool. Hätte ich ja alles zerballern können. Ich habe es aber nicht getan. Okay. Ausschwärmen. Das ist das erste Mal, dass ich ein paar Kommandos von denen auch verstehe. Hab doch Probleme. Ah, oh, hockt der da. Ach du Scheiße. Hä? Warum hat denn das Spiel jetzt geladen? Das war jetzt aber eine Ladepause, die war mir etwas suspekt. Ich bin gleich tot. Ist viel dümmer. Schrotflinte. Ich bin gleich platt. Yes! Oh yeah, Bomb Packs. Ein Headcrab natürlich. Meine Energie ist rot. Jetzt nicht mehr. Ich kann ja hier oben sogar stehend laufen. Hier oben. Hier unten. Hier nicht. Ich weiß, warum der gerade geladen hat. Und ich weiß auch, warum da dieses Geschütz stand. Okay, da hinten ist einer unserer Freunde. Die Granaten aus dem Maschinengewehr sind schon sehr praktisch, weil die bei Aufschlag explodieren. Yo. Der hat eine Schrotflinte gedroppt. So, musste ich da jetzt hin? Noch eine Ladepause. Das ist so ruhig. Wo habe ich denn meinen Zug gelassen? Da hinten. Stay away from the rails. So. Weiter geht's. Tschüss, war schön mit euch. Ihr habt bestimmt irgendwen, der euch wieder zusammenschraubt. Licht? Kein Tageslicht. Nicht das Tageslicht, was da hinter mir ist, das meine Hand verschwinden lässt. Fahr ich hier im Kreis? Nein, tue ich nicht. Noch eine Ladepause. Ach, da sind die Jungs halt wieder. Juhu! Ich habe besser geschossen. Hier geht's auch nicht weiter. Das haben sie mit Sandsäcken zugemacht.
Wird denn hier wieder geknüppelt? Winga! Yeah, I'm Barney. Toll. Blöd, Mann. Verstehst die Welt nicht mehr, ne? Immer die Headcrabs. Die haben gleich das Trinken von so einem Soda versalzen wollen. Ja. Mann, 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 Mann. Okay. Hallo. Und jedem eins. Ach so, da hängt sowieso ein Ding. Geht's hier auch hoch? Tatsache. Oh, voll die Party. Denen geht's in den Deckendielen gut, ne? Wo sitzt er? Ich habe ihn noch gerade gehört. Da ist er. Und der hängt hier so rum. Voll geupgradet wieder. Jetzt geht's mir wieder richtig gut. Kann ich wieder ohne Rücksicht auf Verluste hier. Ohne Rücksicht auf Verluste voll eins auf den Sack bekommen. Schwer zu treffen, ne? Das hat gesessen. Surrender, Freeman. Freeman, gib auf. Nö. Nö, nö, nö. Das werde ich ganz bestimmt nicht. Wobei diese Pakete rumliegen. Ach, guck mal, da haben sie wieder was geblockt. Okay, hier ist... Wo geht's weiter? Krieg ich das denn weg? Muss er da nicht so ein Paket davor legen, oder? Das kann's nicht sein. Nee, nee. Das macht schön Bumm. Diese Bomben mit Fernzünder, die sind schon cool. Hier gibt es ja auch keine Option. Ich glaube, das war so total suspekt, einfach hier vorlaufen, ne? Total Banane, aber es ist so. Ach, da ist die Rakete! Rakete! Oh yeah! Aua, aua, aua! Auch wieder ein Zug. Weiter runter geht's auch nicht. La, 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 spinning around. So, es lohnt sich doch immer wieder in jede Ecke zu schauen. Das sind Sensoren. Oh, ganz langsam vor. Ach. Spuckfreund. Ah, guck mal, wer der ist.
Ja, und vor allem ihr, ne? Ihr seid mir die Besten. Okay, was machen wir mit euch? Eben mit der Brechstange draufhauen? Funktioniert. Brechstange kann alles. Die Zombies und so, die leisten sich... Die Zombies. Die ganzen Aliens und die Soldaten, die leisten sich schon guten Kampf, also. Sieht nicht so aus, hätten die Soldaten sonderlich eine Schnitte dagegen, aber Gordon Freeman, der geht hier einfach so ab. Kann Chuck Norris sowas von einpacken. Ach, hallo. You're dead, Freeman. Not really. Oh, Kaffeekann. Ist da was drin? Wo ist der denn schon wieder hier? Voll am Rumdriften. Der Barnacle ist aber nett. Barnacle heißen die Viecher übrigens. Beim ersten Half-Life Add-on, da gab es ja zwei von, da gab es auch eine Waffe, die Barnacle Gun. Das war auch ganz witzig. Das hat übrigens Gearbox gemacht damals, das Opposing Force. Gearbox, die Duke Nukem Forever jetzt verwurstet haben. Och du! Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Was mache ich denn da? Ducken und durch? Speichern mache ich vor allem erstmal. Way. Ist ja cool. Schießt das von selbst? Nee, ne? Kann man leider auch nicht selber bedienen. Wäre zu spaßig. Aber da kommt ja eh nichts. Oh, stopp. Die, Freeman. Also die haben schon einen Hals auf mich. Die wissen schon, wer ihnen hier den ganzen Trouble macht. Emotionale Roboter, sag ich euch. Hallo. Jetzt voll straven mit dem Zug. Die haben eine gute Accuracy, die treffen immer, wenn sie dann mal schießen und ich in Sicht bin. Das ist halt das Blöde. Kann man nur hinter Deckungen verschwinden. Das funktioniert dann. Hallo. Ah, haben sie schon wieder was alles zugemint. What are you talking about? Nett. Kann ich mich gar nicht erinnern, dass die den Granatenwerfer aus dem Maschinengewehr benutzt haben. Kann sein, dass das erst bei dem mittleren Schwierigkeitsgrad dazu kommt. Aber es gibt ja genug von diesen Automaten hier. Okay, was macht dieser Schalter? Achso, der macht die Schranke hoch. Ich höre Headcrabs. Aber das war noch nicht unser Zeichen. So. Ah, noch ein Zug. Dum, 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 dum. Wo geht denn der andere hin? Wenn er noch da wäre. Ist irgendwie weg. Andere Schienen, ne? Hm. Leicht verwirrt. Immer schön versteckt halten auf dem Zug.
sehe ich schon wieder ein Geschütz. Schleichmodus aktivieren.